Hi, hier ist Ben von der Funtime Arena. Heute unterwegs mit Bro vom Red New Video Magazine auf der Spuldentaler Kirmes. Und ja, viel Spaß bei dem Video. Auch in diesem Jahr gibt es zwei Ausgaben der Spröntal-Kirmes in Krefeld. Zur Frühjahrskirmes gibt es bereits hier ein Video auf diesem Kanal. Und nun begrüße ich euch zur Herbstausgabe der Spröntal-Kirmes und dem kleinen Rundgang, auf dem ich euch die Großfahrgeschäfte kurz vorstelle. Den Anfang macht Sotile mit dem Simulator Adventure Shuttle 3D. Direkt gefolgt von der Kinderachterbahn Racing Coaster des Schaustellers Hartmann. Der Coaster der italienischen Firma SPF Visa feierte im Jahr 2013 Premiere und benötigt eine Fläche von 21x11 Metern und ragt 6,5 Meter in die Höhe. Genau gegenüber steht der Aqua King von Jung. Dieser Ride ist ebenfalls von SPF Visa und hört auf die Typenbezeichnung Wild Raft, was aber nichts mit einer Raftingbahn zu tun hat. Darauf folgt der erste Autoscooter. In diesem Fall ein schönes und pompöses Modell vom Würselner Schaustelle Losen. Gegenüber davon findet sich die nächste Achterbahn. Ein Ravencorn Spinning Coaster mit dem Standard 420 Meter Layout. Die Chasen von Jansens Crazy Mouse bieten Platz für bis zu 4 Personen nebeneinander, was ein ganz neues Fahrgefühl gibt, wie zum Beispiel im Vergleich mit dem Spinning Racer. Schön an einer Stirnseite platziert, präsentiert Hanstein seinen sehr stylischen Mondial Shake Air 5, der Commander heißt. Nicht nur die Fahrt kann überzeugen, sondern auch die Optik. Nun wird es auch schon Zeit für den zweiten Scooter. Der Autoscooter Golden Gratz von Hartmann ist auch ein wahrer Publikumsmagnet und überzeugt mit Sound, Licht und Nebel. Was man von Mack als Schlittenfahrt kennt, heißt in Italien bei Bertazzone Swing Buggy. Der Hawaii Swing ist ein schöner Ride von Shark und dreht bereits seit 1987 seine Runden. Was auf keiner Kirmes fehlen darf, sind die Laufgeschäfte. In Krefeld zum Beispiel Hoffmanns Aquafillies, ein Dietz-3-Etagen-Laufgeschäft. Was auch nicht mehr wegzudenken ist, sind die Turbinen und Propeller. Hier zum Beispiel Hansteins Mondial-Turbine mit einer beachtlichen Flughöhe von 62 Metern. Auch hoch hinaus und ebenfalls von Mondial ist das 36 Meter hohe und 25 Jahre alte Riesenrad von Gormanns, Liberty Wheel. Auch ein Kirmes-Klassiker ist die Geisterbahn. Die Geistervilla macht schon von Weitem auf sich aufmerksam mit Flammenwerfern an der Front. Hierfür ist Spiekema extra aus den Niederlanden angereist. Schräg gegenüber der Geistervilla findet sich noch ein Kirmes-Klassiker, den jeder liebt. Der Breakdance. In diesem Fall von Bruch aus Düsseldorf mit dem Huss Breakdance Nummer 1, der dieses Jahr neue Gondeln bekommen hat und für mich seitdem der schönste weit und breit ist. Nur weiß ich noch nicht, ob ich was mit den neuen, sehr leisen Elektromotoren anfangen kann, denn den alten klassischen Breakdance-Sound liebe ich einfach. Der Weg zum Ende des Rundgangs führt uns vorbei an einem Twister. Und schon sind wir wieder am Ausgangspunkt und haben noch eine Mack-Berg- und Talbahn von Dresden, besser bekannt unter dem Namen Schlagerexpress. Und das war der kleine, schnelle Rundgang über die Spröntal-Kirmes in Krefeld, die Herbstausgabe 2015. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war's von mir, euer Bro fürs Ride Review Video Magazin. Ihr seid die Coolsten und ich bin raus. Peace.